Willkommen zu diesem weiteren Video. Heute habe ich mal wieder ein klassisches Unboxing für euch, nämlich das Unboxing zur Suunto 7 Smartwatch. Das Ganze ist ein finnischer Hersteller, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und ich muss sagen, dieses Verpackungsdesign ist wirklich extrem gelungen. Hier auf dem Titelbild sieht man eigentlich schon genau, worum es dieser Smartwatch geht. Zum einen kann man sie sehr gut in der Natur nutzen, sie hat über 70 verschiedene Track-Modi für Sportaktivitäten. Zum anderen kann man sie aber auch gut in der Stadt nutzen, da sie mit Wear OS ausgestattet ist und so zum Beispiel auch Google Pay fähig ist. So, hier haben wir zuerst mal eine kurze Anleitung. Your adventure starts here. Hier nochmal kurz etwas zu Suunto, also die Marke, die quasi 1936 eben gegründet wurde und eine finnische Marke ist. Und hier steht eben nochmal, dass wir hier die Suunto 7 Smartwatch haben mit GPS und das finde ich schon mal ein relativ cooles Feature. Jetzt aber weiter zur Uhr. Hier haben wir nochmal das Suunto Logo. Und wenn ich das aufpacke, kommt uns hier erstmal in der Mitte wahrscheinlich die Uhr entgegen. Die legen wir noch kurz beiseite. Das hier ist jetzt die VIP-Box. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt im Verlauf des Auspackens hier herausfinden. Okay, was ist das? Also, hier steht nochmal kurz übersetzt, dass Suntos Geschichte vor über 80 Jahren mit einem Kompass angefangen hat. Und eben seitdem finden sie ihren Weg. Kann ich den Kompass hier rausholen? Kommt der? Hier liegt noch etwas anderes dabei, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, so kommt das auch raus. Da ist nichts mehr drin. Das ist, was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Das ist wahrscheinlich einfach etwas, womit man den Kompass irgendwo anbringen kann. Aber mega cool, dass sie hier einfach so einen analogen Kompass beilegen. Und der fühlt sich ja mal hochwertig an. Hier hinten stehen jetzt noch irgendwelche Koordinaten drauf. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber cool. So, dann legen wir das beiseite. Und das kann auch beiseite. Und dann machen wir hier weiter. Ich weiß nicht, ist hier jeweils etwas drin oder ist das... Das scheint festgeklebt zu sein. Listen to the tracks that take you further. Oh, Moment. Also wie gesagt, das ist diese VIP-Box, das bekommt man normalerweise nicht im Lieferumfang. Aber sehe ich das gerade richtig? Ich glaube, die haben hier Kopfhörer dazu. Ich glaube, da ist ein Kopfhörer dabei. Moment. Ja, da sind tatsächlich Wireless In-Ear-Kopfhörer dabei. Mega. Also man kann die Musik zum Beispiel über Spotify auch mit der Uhr steuern. Deswegen ist das ganz praktisch, dass hier direkt welche dabei liegen. Und hier sind noch ein Ladekabel und eben Aufsätze für die Kopfhörer. Aber da legen die direkt Bluetooth in ihr Kopfhörer bei, die noch mega cool aussehen. Ich meine, schaut euch das mal an. Mega. Jetzt weiß ich auch, wo der Preis von 750 Euro für die VIP-Box im Vergleich zu 480 Euro für die normale Uhr herkommt. Aber mega, also sowohl der Kompass als auch die Kopfhörer sind wirklich sehr cool. Jetzt muss ich mal schauen, das dürfte die Uhr an sich sein, wie ich die hier rausbekomme. Wieder einfach sliden, nochmal das Suunto Logo, dass man auch auf jeden Fall nicht vergisst, von wem man hier eine Uhr hat. Und das slidet jetzt einmal hoch und da ist die Uhr. Also ich muss sagen, die sieht wirklich gut aus. Wir machen sie hier einmal ab. Sie ist etwas dreckig, die sollte ich gleich nochmal putzen, wenn ich sie einrichte. Aber die sieht auch robust aus. Dieser roségoldene Ring hier ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich glaube aber, dass der mir ganz gut gefällt. Und diese Armbänder hier sind austauschbar. Das Einzige, was mich gerade etwas stört, dieser Grauton hier. Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn der schwarz gewesen wäre. Eben wie das Display, dass man hier so eine komplett schwarze Kombination hat. Aber vielleicht gibt es da ja ein Armband, mit dem ich das einfach nachrüsten kann. Jetzt schauen wir mal, was hier noch dabei ist. So, hier ist das Ladekabel für die Uhr. Das ist so ein ganz normales Ladekabel, wie man es von den meisten Uhren kennt. Das andere Ladekabel war also dann für die Kopfhörer.
Und noch irgendetwas ist hier drin. Also ich muss wirklich sagen, vom Verpackungsaufbau her und von der Qualität der Verpackung bekommt man hier wirklich einiges geboten. So, das ist einmal Quick Start Guide, den brauchen wir eigentlich nicht. Safety Matters und You Are Covered. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ich würde sagen, ich richte die Uhr jetzt einfach mal ein und verbinde die über die Wear OS App mit meinem Smartphone. Wir haben hier insgesamt drei Knöpfe auf der rechten Seite und einen Knopf auf der linken Seite, sodass man die Uhr eben, da sie hauptsächlich für Sport optimiert ist, auch bei jeglicher Sportart benutzen kann, wo man eventuell Handschuhe trägt. Das Display macht auf den ersten Eindruck einen sehr hellen und auch einen wirklich scharfen Eindruck. Fertig. Fertig. Und die Uhr ist quasi verbunden. Und ich kann mir hier jetzt gleich mal ein Ziffernblatt aussuchen. Wobei ich das, was jetzt gerade drauf ist, schon ziemlich cool finde. Ich lege mal mein Handy zur Seite oder ich lege es hier hin. Das ist der Nachteil von Handys mit Glasrückseiten. Willkommen bei Wear OS. So, in welche Richtung muss ich hier jetzt? Oder muss ich... Wische einfach mal in jede Richtung. Dann probieren wir das doch mal aus. Okay, hier sehe ich quasi meine Aktivitäten. Hier sehe ich scheinbar Anleitungen und Benachrichtigungen. Hier oben kann ich eben das Ganze in den Flugmodus schalten oder die ganz normalen Einstellungen vornehmen, die ihr eben auch vom Handy kennt. Na? Da wollte ich aber nicht hin. So. Und hier habe ich scheinbar nochmal eine Übersicht. Ich habe drei Termine morgen. Da habe ich aber einiges vor am Sonntag. Und ich kann eben auch mit Google Assistant sprechen. Aber ich würde sagen, okay, diese Taste mal drücken. Hier komme ich quasi auf meine Apps, okay. Okay, wir machen hier diesen Einrichtungsprozess einmal durch. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal das hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Scheinbar ist sie jetzt fertig eingerichtet. Und ich soll mir eben noch die Suunto-App auf mein Telefon herunterladen, das ist auch sinnvoll. Ja, die lädt sich jetzt einmal einfach runter. Und ich würde sagen, ich probiere die Uhr jetzt einfach mal am Arm an. Denn was hilft es mir, wenn die Uhr gut aussieht, aber wenn sie sich eben nicht gut am Arm anfühlt? Ich würde sagen, das ist so ziemlich die passende Größe für mich. Der will jetzt hier ein Workout starten, ich will aber kein Workout starten. Ah, wo bin ich jetzt? Halt zurück. Gut, in die Bedienung muss ich mich da noch etwas reinfuchsen. Aber diese Uhr hat wie gesagt 70 verschiedene Sportarten zur Auswahl. Ich werde jetzt gleich erstmal eine Runde spazieren gehen und ganz einfach das einfache Laufen ausprobieren. Und dann in den nächsten Tagen eben alles, soweit wie das jetzt während Corona eben geht, ausprobieren. Ich kann zumindest laufen gehen, ich kann unten in mein Homegym gehen. Und da wahrscheinlich gibt es auch eine Einstellung für eben Fitnesstraining. Die kann ich ausprobieren und ich werde die jetzt eben so gut testen, wie es geht. Radfahren kann ich noch und dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr das Review nicht verpassen wollt. Das wird in den nächsten Wochen dann online kommen. Bis dahin, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in den nächsten Videos.